Erholen in einer der schönsten Berglandschaften der Schweiz und damit herzlich willkommen bei MYD Travel. Das ehemals kleine Dorf Arosa liegt im Kanton Graubünden in der Schweiz und ist mittlerweile zu einem sehr beliebten Ausflugsziel geworden. Sowohl im Winter, aber auch im Sommer. Die Geschichte bis dahin beginnt etwa Ende des 19. Jahrhunderts, als Arosa ein beliebter Luftkurort für die Heilung von Lungenerkrankungen wurde und ab ca. 1900 begann der Wintersport immer weiter zuzunehmen. So sind heute im Sommer täglich 5 Liftanlagen geöffnet und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Natur und Landschaft zu genießen. Zum einen gibt es auch das Bärenland, das ist eine sehr beliebte Attraktion. Dazu möchte ich aber ein extra Video machen, das seht ihr dann nächste Woche. Lasst also gleich schon mal ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Und wir machen direkt weiter, weil man kann in der Region wirklich mit vielen Seilbahnen tolle Landschaften entdecken. Zum einen mit der Weißhornbahn, da kommt man bis zum Gipfel auf über 2650 Meter und hat einen gigantischen Ausblick, zum einen auf Arosa, aber auch auf die umliegenden Berggipfel und die Landschaften. Im Dorf weiter, etwas südlich, findet man dann den Hörnli-Express, der einen an die Grenze vom Erholungsgebiet Arosa nach Lenzerheide bringt. Dort wurde nämlich 2013 eine extra Seilbahn zur Verbindung der beiden Skigebiete gebaut. Im Sommer hat die Seilbahn wenig Mehrwert, außer man möchte auf der anderen Seite, also Lenzerheide, von dort aus weiter wandern. Weiter wandern ist ein gutes Stichwort, denn man kann um Arosa wirklich wunderbar wandern gehen. Dort ist nie wirklich eine große Steigung zu erwarten. Es ist alles natürlich immer leicht bergauf, weil es doch recht hügelig ist. Aber das hält sich alles in Grenzen und man findet dort auch mit einem leichten Schwierigkeitsgrad super eine passende Wanderung. Dazu kommt auch noch, dass man in der Region sehr, sehr gut Mountainbiken kann. Also mit der Seilbahn nach oben und von dort aus dann über einige schöne Routen runter ins Tal. Nie zu steil, sehr schöne Strecken dort. Preislich ist das auch alles vollkommen im Rahmen und in Ordnung. Wir beginnen bei den Bergbahnen mit einem Tagesticket bei ungefähr 36 Franken. Das kann noch ein bisschen günstiger werden, wenn ihr zum Beispiel online kauft oder auch die Arosa-Card habt. Weil wenn ihr dort übernachtet, bekommt ihr die automatisch und könnt dadurch viele Bergbahnen umsonst nutzen und einige Attraktionen natürlich auch noch Vergünstigungen da bekommen. Also das lohnt sich definitiv, vor allem weil man auch sagen muss, eine normale Berg- und Talfahrt kostet 20 Franken, ist auch vollkommen im Rahmen. Aber wenn man mehrere Tage dort ist, lohnt es sich auf jeden Fall dort auch zu übernachten und dann bekommt man die Arosa-Card, weil von Chur aus braucht man immer 45 Minuten dorthin und das ist auch die einzige Zugangsstraße für das Dorf. Und das ist schon eine etwas schmalere und nicht so gut befahrbare Bergstraße. Also wenn man die täglich fahren muss, ist das vielleicht ein bisschen nervig. Also dementsprechend oben tolle Landschaft, tolle Attraktion. Da kann man mehrere Tage eine sehr, sehr schöne Zeit verbringen. Das war's soweit mit dieser Folge. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein, denn dort zeige ich euch das Bärenland. Sehr interessante Attraktion, mit der man auch ein bisschen was Gutes tun kann. Was genau das mit auf sich hat, seht ihr dann nächste Woche. Wir sehen uns da. Lasst gerne ein Abo da. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Bis demnächst. Ciao.